Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Und zwar wollen wir einmal reinschauen unter Haustierkampf und dann Kampf. Und dort haben wir dann einmal das nächste Achievement und zwar Wasserkämpfer der Zaralek-Höhle. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Bezwingt die Tierausbilder der Zaralek-Höhle mit einer vollständigen Gruppe an aquatischen Haustieren auf der Stufe 25. Und ja, dafür bin ich jetzt schon mal bei der ersten Meisterin. Wir sind auf den Koordinaten 65, 48 und dort haben wir die Worgendame hinter mir. Und die möchte ich mit folgendem Team besiegen. Einmal, ich habe den falschen, oder? Ich habe den richtigen, wollte gerade schauen. Also, da brauchen wir jetzt hier die erste Fähigkeit brauchen wir nicht. Die zweite brauchen wir schon. Und zwar, da haben wir hier Verprügeln, also die zweite Fähigkeit. Und die letzte, da ist auch egal, was ihr auswählt. Dann haben wir den Pfützenschreck, da brauchen wir dreimal die 1. Dann haben wir magischer Flusskrebs, da haben wir die 2, die 1 und die 2. Und dann können wir loslegen. Deneas wird aus dem Blut. Und zwar fangen wir jetzt an mit Verprügeln als allererstes. Dann haben wir den einmal gestunt und wir switchen jetzt einmal zum Pfützenschreck. Jetzt setzen wir einmal das Sonnenlicht ein. Als nächstes machen wir Schutz der Natur. So eine kleine Heilung. Danach switchen wir das Haustier tatsächlich nochmal und gehen auf den magischen Flusskrebs. Dann machen wir einmal den erneuernden Nebel. Als nächstes machen wir dann Wunsch. Dann switchen wir zum Pfützenschreck zurück. Huch, scheiße. Hat der gerade Schaden gekriegt? So, aber der wird jetzt komplett hochgeheilt oder nahezu. Dann machen wir Sonnenlicht an. Danach machen wir Schutz der Natur. Zwischendrin bedanken wir uns noch für das für den Sub, ne? Grüße gehen raus an der Stelle. Dann haben wir hier wieder Schutz der Natur einmal. Und jetzt switchen wir wieder zurück zu unserem Krebs, zum magischen Flusskrebs. Wir müssen immer eine Runde quasi warten, ne? Wenn wir einmal switchen, ist aber nicht so schlimm, dann sind auch die Cooldowns wieder runter. Jetzt machen wir wieder den erneuten Nebel. Dann machen wir einmal wieder Wunschakt. So, diesmal würde ich sagen, machen wir einmal. Ja, wir machen nochmal den Nebel einfach an. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt einmal die Heilung auf den Krebs kriegen, weil der andere ist fast voll. Hält er sich komplett hoch. Und jetzt können wir wieder zurückswitchen. Einmal zum Pfützenschreck. Ich habe gerade überlegt, ob ich zwischendrin den Angriff ziehe, aber ich will den nicht zu schnell töten. Es müssen die nämlich in der hinteren Reihe sterben. Das ist das Wichtige. Ziehen wir einmal Sonnenlicht. Alternativ hätten wir auch einfach passen können, ne? Bleibt sich eigentlich gleich. Also wieder Sonnenlicht an. Dann machen wir Schutz der Natur als nächstes. Dann switchen wir wieder zurück. Und zwar auf unseren Krebs.
Also ihr seht, das ist hier eine relativ langwierige Kombo, weil wir eigentlich immer nur mit dem Sonnenlicht die anderen zwei Pets töten. Aber, ja, langsam aber stetig, sagen wir es mal so. Hier den Nebel an. Dann als nächstes den Wunsch. Dann switchen wir wieder zum Pfützenschreck zurück. Wir hätten jetzt auch einmal eine Heilung da drauf gehen lassen können, aber der braucht jetzt noch nicht unbedingt eine. Das sollte noch so passen. Dann ziehen wir wieder das Sonnenlicht. Jetzt haben die 700 live, 900, also ein paar Hits braucht er noch, ne? Na, es hat sogar gekrittet mal, sehr schön. Wieder den Schutz. Switchen wir nochmal zurück auf den Krebs. Diesmal sollten wir es vielleicht einmal bei dem durchticken lassen, hätte ich gesagt. Oder in der neunten Nebel drauf. Dann einmal wieder Wunsch. Wir haben jetzt noch 400 und 700. Machen wir einfach nochmal den erneuten Nebel. Also wir wollen, dass der nicht zu früh stirbt, ne? Deswegen, sonst hätten wir auch den Wasserchat ziehen können, aber der ist jetzt eh schon lower. So, dann hat er sich jetzt nochmal hochgeheilt. Jetzt switchen wir wieder zum Wasser, zum Pfützenstreck zurück. Können dann direkt wieder mit dem Sonnenlicht durchstarten. Kombination ist halt so ganz gut, weil mit dem Sonnenlicht haben halt alle Haustiere relativ viel mehr Leben. Und zusätzlich haben wir den Vorteil, dass der magische Flusskrebs mit dem Wunsch halt prozentual heilt. Ne? Wenn man so einen riesen Lifepool hat, dann heilt das halt extrem viel drauf. So, dann switchen wir wieder zurück, wieder zum Krebs zurück. Können dann wieder unsere Heilkombo einmal ziehen. Ich denke mal, beim nächsten Mal killen wir sie dann. Also da sieht es dann gut aus. Also zumindest einen von beiden. Wunsch drauf. Und dann würde ich sagen, swappen wir ein letztes Mal. Machen wir nochmal das Sonnenlicht an. Also er müsste jetzt auf jeden Fall sterben, wenn wir vielleicht noch kritten. Der hat, ne, nicht ganz, der hat noch 200 Leben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen auf Risiko. Wir machen jetzt hier mal den Schutz der Natur noch an, dass wir ein bisschen Heilung haben. Und dann schießen wir einfach Wasserchat auf die drauf. Theoretisch könnten wir das Ganze jetzt noch eine Runde machen. Dann sind wir auf 100% sicher. Aber mit knappen 300 Leben sollte uns der andere eigentlich nicht umhauen. Also von dem her, das sollte passen, dass wir den jetzt noch killen. So, dann kommt Staubi rein. Drück mal einfach die 1, ne? Down. Gut, war jetzt ein relativ langer Kampf, aber so haben wir einen relativ sicheren Win. Das müsste jetzt auch wieder fürs Achievement gezählt haben. Jawollo. Dann sind wir beim nächsten Trainer. Und zwar hier auf den Koordinaten 52, 66. Und da wollen wir jetzt mit dem folgenden aquatischen Team weitermachen. Schleimige Schneggel mit den Fähigkeiten 1, 2 und 1. Dann haben wir Lerngleiter mit 2, 1 und 1. Und dann haben wir noch 2, 1 und 1. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar fangen wir jetzt an hier mit der zweiten Fähigkeit. Abwassereruption heißt es. Dann machen wir das Mondfeuer.
Ah, okay, der hat einmal gekrittet. Nicht so schlimm. Wir müssen das jetzt nochmal machen. Wenn der hier am Anfang einmal krittet, dann ist leider RIP. Dann müssen wir hier quasi neu starten. Also machen wir das jetzt hier nochmal. Redet mit mir. Auf geht's. Ganz gut zur Demonstration, falls euch das auch passiert. Also, hier wieder das Abwasserding. Hoffen wir mal, dass er diesmal halt nicht uns wegkrittet. Dann machen wir das Mondfeuer. Stimmt, diesmal haben wir noch 600 Leben über, ne? Ist ja echt krass, wie das manchmal so geht. So, jetzt können wir eigentlich passen, ist vollkommen egal. Macht uns nämlich eh damit weg. So, dann nehmen wir jetzt hier das zweite rein. Rückkopplung. Machen wir jetzt als nächstes Pumpen. Dann machen wir die Rückkopplung. Dann machen wir nochmal Pumpen. Dann machen wir die Rückkopplung. Machen wir das leeren Beben. Oh, ein Leben hat er noch. Und dann können wir jetzt einfach Rückkopplung klicken, aber das kriegen wir eh nicht mal durch, also könnte auch passen. So, jetzt machen wir einmal aufziehen. Nochmal. Dann können wir hier überladen machen. Damit geht er down. Wichtig ist halt, dass wir das Aufziehen das zweite Mal reinhauen, wenn er seinen Debuff verloren hat, ne? Dass wir da halt dementsprechend den Damage reinkriegen. Juti. So, Udala, wir sind beim nächsten Trainer und zwar hier bei den Koordinaten 45, 82 und dort haben wir jetzt den Ausbilder Orlok und den bekämpfen mit folgenden Pets. Wir haben einmal den Steinpanzer mit den Fähigkeiten 1, 2 und 1, dann haben wir den Zitterstachelhuscher mit den Fähigkeiten 2, 2 und 2 und das Mungo-Junges mit den Fähigkeiten 2, 2 und 2. Und wir brauchen bei allen dreien einen bestimmten Speed. Jetzt werde ich mal kurz gucken, ob ich den habe. Wir brauchen bei dem Steinpanzer 276 aufwärts, das haben wir. Dann brauchen wir bei dem Zitterstachelhuscher, dem zweiten hier, brauche ich 319, das habe ich schon mal nicht. Okay, das ist RIP. Und bei dem Mungo-Junges brauchen wir auch 219. Okay, ich habe es von einem nicht, vielleicht schaffen wir es trotzdem, schauen wir mal. Also man sieht hier immer über diese... Wenn ihr drüber fahrt, was die für ein Speed haben. Und wenn ihr dieses Spread-ID-Add-on drauf habt, seht das auch, wenn ihr nicht in einem Kampf seid. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Kopfstoß hier. Vielleicht haben wir ja irgendwo einen Lucky Crit und schaffen es trotzdem. Dann machen wir die Blase an, weil er ist jetzt gerade abgetaucht. Also immer wenn er quasi abtaucht, machen wir die Blase an, dass er uns nicht hitten kann. Und dann machen wir den Biss. Hauen wir nochmal den Biss drauf. Hauen wir nochmal den Biss drauf. Kopfstoß. Jetzt haben wir ihn vor den Kopf gestoßen. Kleiner Spaß. So, jetzt haben wir das zweite Pad. Jetzt machen wir den Biss. Mehr können wir eh nicht machen. Dann nochmal. Nochmal. Jetzt hat er halt sich hier so einen kleinen Damage-Buff gegeben. Nochmal. So, jetzt mache ich die Blase an, denn jetzt hat er nämlich gleich hier... läuft der Debuff aus. Das wollen wir nicht. Dann machen wir den Kopfstoß. Und dann nochmal den Biss drauf. Nochmal den Biss drauf.
der ganz gut. Also wir haben jetzt zwei Pads down. Also ich denke mal, der Speed, man den unbedingt brauchen. Vor allem der frisst jetzt auch nochmal den Kopfstoß. Schön, der ist jetzt nämlich schon mal weg. Dann holen wir jetzt... jetzt bin ich am Überlegen. Mach es doch trotzdem rein. So, dann machen wir jetzt hier die schwarze Klaue rein. Er wird jetzt abtauchen, oder? Schauen wir mal, ob er abtaucht. Ja, natürlich taucht er ab. Können wir passen. Machen wir jetzt den Schwarm an. Jetzt läuft es halt leider ab, weil er abgetaucht ist. Ist jetzt nicht so wild. Jetzt machen wir das Huschen noch einmal. Ah, er hat mich gestunt. Das ist natürlich jetzt belastend. Wir kriegen ihn trotzdem. Ja, ich denke mal, das mit dem Speed ist nicht so wichtig. Ich habe nur ein Pad komplett hinten offen. Also ich denke mal, das müsste man auch so hinkriegen. Solange das erste Pad den Speed hat, sind die anderen, denke ich mal, nicht so relevant. Gut, haben wir das auch. Dann zum nächsten weiter. So, dann bin ich bei der letzten Trainerin. Und zwar befindet sich die einmal hier in der Höhle bei den Koordinaten 38, 49. Und dort habe ich mir schon mal ein Team zusammengestellt. Ich habe hier den schleimigen Aal, den schleimigen Otter und Geisterstachelkrebs. Jetzt ist die Geschichte, alle möglichen von diesen schleimigen Viechern gehen hier tatsächlich. Wichtig ist bloß, dass sie eine gewisse Geschwindigkeit haben. Ihr seht die hier oben immer. Das erste Pad muss eine Geschwindigkeit haben von 109 aufwärts und das zweite von 276. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier ein ganz schnelles und hier schnell mit Live. Ne? Andere Konstellationen hatte ich nicht. Die brauchen halt die bestimmten Fähigkeiten. Aber diese schleimigen Pets haben eigentlich alle das etwa gleiche Toolkit. Wir brauchen einmal den Netherschlag, dann brauchen wir die Phasenverschiebung und hier das Mondfeuer. Und ihr seht, das zweite Pet hat das dementsprechend auch. Selben Fähigkeiten und die Geisterkrabbe, da ist es egal. Da haben wir jetzt einfach hier 1, 2 und 1. Und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Ihr werdet gleich sehen, warum wir die Geschwindigkeit brauchen. Als allererstes ziehen wir einmal das Mondfeuer. Danach können wir hier den Netherschlag machen. Dann machen wir die Phasenverschiebung. Machen wir den Netherschlag. Nochmal den Netherschlag. Dann machen wir jetzt einmal das Mondfeuer. Mal schauen, ob er mich vorher wegkrittet. Ja, okay. Er hat hier seinen Breath eingesetzt. Hier, das hier, Kraftsog. Ist nicht so schlimm. Wir holen das nächste Pad rein, machen Mondfeuer. Dann machen wir den Netherschlag. Wir setzen jetzt den Netherschlag so lange ein, bis wir schneller sind. Und dann machen wir jetzt die Phasenverschiebung. Also ihr seht, wir sind jetzt gerade schneller. Dann haben wir es nämlich zwei Runden lang. Dann nochmal den Netherschlag. Mal gucken. Machen wir jetzt lieber den Mondfeuer, dann ist er auf jeden Fall tot. Wunderbar. Dann kommt als nächstes der Netherschlag. Nochmal der Netherschlag. Und ein drittes Mal. Aber gerade so. Und dann geht er down. Da haben wir das letzte gar nicht gebraucht. Falls ihr das letzte Pad noch braucht, dann macht ihr erst die Geisterstacheln drauf. Das hat die erste Prio, dann die Blase und sonst halt immer die Klaue, ne? Für zum Finishen. Gut, dann haben wir auch das Achievement abgeschlossen. Und ja, seht ihr, fürs Meta hat es auch gezählt. Falls ihr die anderen Dinge auch noch braucht, die anderen Achievements, da werde ich auch noch Videos zu machen. Und da könnt ihr gerne reinschalten. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dort. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.